Mein Vater, der ist selber 23 Jahre lang gefahren. Und ja, selbst im Kinderwagen an der Rennstrecke habe ich schon dem Vater sein Rennauto am Klang erkannt. Also das war schon, da hört man immer die tollsten Storys darüber. Und das erste Mal Kart gefahren bin ich mit 8 Jahren. So, und dann ging es halt die normale Linie da durch. Also die ganzen Klassen gefahren bis Europameisterschaft und dann Tourenwagen. Also es ging mit 8 Jahren, habe ich das erste Mal im Rennauto bzw. im Kart gesessen. Ja, 1997 in Oschers, nee, Quatsch, in Löschen bei Cottbus war das. Und ja, war recht gut. War die ganze Zeit Dritter in meiner Klasse. Und dann 2 Runden vor Schluss hat mich da so ein Spezialist unsanft von der Strecke geräumt. So wäre das erste Rennen direkt auf dem Treppchen geendet, aber so war es leider ein Ausfall. Anfang 2010 habe ich in Italien am Adria Raceway einen Testtag gehabt im Lamborghini und da lief sehr gut. Da war der Teamchef Hans Reiter war da sehr, sehr angetan, sodass ich in Silverstone das erste Rennen mit der ehemaligen DTM-Fahrerin Ellen Lohr fahren durfte. So, die Ellie, die war leider etwas langsamer als ich, sodass da ein Spitzenresultat ausgeblieben ist. Also Dritter sind wir geworden, hätten gewinnen können, wenn sie ein bisschen schneller gewesen wäre. So, und so kam es dann, dass so beim zweiten Europameisterschaftslauf der Albert mir aufs Auto gesetzt wurde und somit waren wir viel konkurrenzfähiger und konnten direkt Zweiter werden. Und ja, so kam der Kontakt. Wir haben uns sehr gut verstanden, sind vom Fahrerischen auf einem ähnlichen Niveau gewesen. So, und so kam das zustande und so auch die Zusammenarbeit 2011. Sehr, sehr gut. Also Reiter Engineering ist ein sehr junges Team. Die Ingenieure, Mechaniker und so weiter sind alle in meinem Alter, minimal älter. Und somit ist die Zusammenarbeit schon sehr gut. Man schaut nicht so auf die Uhr, weil wirklich die Leidenschaft, der Spaß dahinter ist. Nicht so wie bei der älteren Generation, wo halt dann wirklich irgendwann die Freude weg ist. Na, also das ist wirklich, mit den jungen Leuten macht es viel mehr Spaß und deswegen ist die Stimmung im Team auch sehr, sehr gut. Wir sind eher selten unterwegs. Wenn wir testen, fahren dann in Italien so oder in Hockenheim fahren wir auch testen. Also das ist, aber wie gesagt, das ist eher der seltene Fall. Salzburgring machen wir Aerodynamik-Tests, weil Salzburgring eine sehr schnelle Strecke ist mit langen Geraden. So, aber es ist wie gesagt der seltenste Fall, dass wir testen fahren. Eigentlich sind viele Rennen, die irgendwo was Besonderes und was Spannendes hat. Das war aber 2008 am Sachsenring, der vorletzte Lauf in der ADRC Pro Car. Da im letzten Rennen war sehr lustig. Ich war auf Position 5. So, und dann hat es plötzlich angefangen, ganz extrem zu regnen. Und da waren noch 3 Runden. Und da bin ich reingefahren zum Rädertausch auf Regenreifen. Und genau in dem Moment kam das Safety Car raus und hat das Feld so eingebremst, dass ich wieder aufschließen konnte und bin in die letzte Runde als vermeintlich letzter gegangen und habe in der einen freien Runde bin ich auf Position 2 vorgefahren. Also hab 20 Autos in einer Runde überholt, weil ich einer der einzigen auf Regenreifen war, alle anderen auf Slicks. Und das war sehr lustig. Mit dem zweiten Platz im Rennen habe ich mir meinen Meistertitel in der ADAC Pro Car sichern können. Mit unserer Leistung bin ich sehr, sehr zufrieden. Also, wir haben das ganze Jahr konstant das Auto verbessert, immer weiterentwickelt, haben sehr gute Einzelergebnisse erreichen können, wenn es halt mal vom Glück her gepasst hat. Leider waren immer irgendwelche Spezialisten, die uns da unsanft von der Strecke geräumt haben. Somit sind wir 12. im Gesamtklassement geworden von über 80 Fahrern, die gepunktet haben. Und das ist also zufriedenstellend für mich. Die Verhandlungen laufen, also wir sind am Schauen, was wir halt jetzt wieder sponsorentechnisch, was wir da zusammen bekommen, wie die Partnerschaften da weitergehen, was Reiter Engineering möchte. Bin jetzt demnächst wieder mit dem Lamborghini am Testen, sondern gibt es ein neues Projekt mit dem Chevrolet Camaro und da schauen wir mal, was der Teamchef Hans Reiter, was er sich wünscht, in welchem Auto ich dann nächstes Jahr starte. Ob Europameisterschaft, wieder ADAC GT Masters, das entscheidet sich über den Winter. Ich gebe mir die größte Mühe.
Nein, also wir haben irgendwo als Rennfahrer haben wir irgendwo eine Vorbildfunktion. Also wenn wir da jetzt Verkehrsrowdy spielen, dann kommt es immer negativ auf uns zurück. Also wir sind auch auf unseren Führerschein angewiesen. Also ohne Führerschein keine Rennlizenz. Und deswegen müssen wir da schon uns schon zusammennehmen. Und wir haben ja die Rennstrecke, wo wir uns auslassen können. Eher schwierig. Also man kann sich das so vorstellen, man stellt einen Home Trainer in die Sauna, stellt die Sauna auf 60 Grad ein, tut mit der schönen Wattzahl da treten und spielt nebenbei ein bisschen Schach. So kann man sich das vorstellen, weil die Anstrengungen im Rennauto haben bis zu 60 Grad im Rennauto, sind halt permanent in Bewegung, in Form von Lenken etc., sind in permanenten Kontakt mit der Box, also müssen da auch sinnvolle Informationen geben, was macht das Auto jetzt gerade, kommunizieren, wer ist jetzt vor mir, was hat der für Vorteile, in welchem Sektor ist der gut. So, dann halt auch die Zweikämpfe, wenn du da wirklich Stoßstange fährst, also halber Tacho, 5 cm, dann ist das schon ganz schön eng alles und da musst du auch geistig voll da sein. Also wenn du da nicht richtig konzentriert bist, das endet dann meistens im Reifenstaube, im Kontakt mit dem anderen und im Unfall. Ich bin dreimal die Woche gehe ich ins Fitnessstudio, so um die Bereiche Nacken und Rücken ist halt ganz extrem, was bei uns strapaziert wird. Gerade Lausitzring, die Steilkurve und so sind schon ganz schön Fliehkräfte, die da entstehen. Und das ist so das Hauptkriterium. Dann halt Ausdauer mit dem Rad, mit dem Rennrad oder Schwimmen gehen. Das sind halt so die wichtigsten Dinge, die man da machen soll und auch regelmäßig. Also jeden Tag, jeder Tag ist irgendwo mit Sport verbunden. Eigentlich wie jeder Sportler. Dass man sich nicht zu fett ernährt, also Fast Food oder so, das gehört eigentlich der Geschichte an. Das sollte man ganz klassisch umgehen. So und halt viel Vollkorn etc. Also schon eine ausgewogene sportliche und gesunde Ernährung. Also für den Muskelaufbau, gerade Rücken und Nacken und so, nutze ich sehr viel Amino 5000. So, das hilft sehr gut. Dann nach dem Fitness natürlich Eiweißshakes. Das ist auch, also das hilft mir immer ganz, ganz gut, dass ich auch, wenn eine Veranstaltung zum Wochenende ansteht, kann ich trotzdem ins Fitnessstudio gehen, ohne dass ich dann am Rennwochenende kaputt bin oder so. Also das hilft der Regeneration vom Körper schon sehr, sehr gut. Das sind so die Hauptdinge unter der Woche. So, wenn ich zum Sport gehe und beim Rennen auf jeden Fall Kickspeed, dass ich vor dem Rennen also wirklich gut drauf bin. Ich bin seit 2009 bin ich als Botschafter der Ampo Kids unterwegs. Ampo Kids ist ein Verein aus Hamburg, der sich um Kinder kümmert mit Amputationen, die von Amputationen bedroht werden, beziehungsweise Missbildung der Gliedmaßen. Und da engagiere ich mich jedes Jahr, um Spendengelder zusammenzukriegen. So, entweder ich biete Renntaxifahrten an oder ich nehme an irgendwelchen Ausdauerläufen teil. So, wo dann auch zum Beispiel Best Body als Sponsor auftritt und für jeden gelaufenen Kilometer Geld spendet, was halt eine super Sache ist und weil halt jedes Jahr gut Geld zusammenkommt, um halt den Kindern viel zu unterstützen in Form von den Schulungen, die Leute brauchen, um die Familien darauf vorzubereiten. Oder halt jedes Jahr machen wir ein Ampo Kids Race Weekend, wo die Kinder dann zum Rennwochenende dabei sind, wo sie hinter die Kulissen schauen können, dass sie halt aus dem tristen Alltag rauskommen. Und mal alles hinter den Kulissen sehen und im Kontakt mit den Fahrern sind. Das ist immer sehr, sehr schön. Nach dem Wochenende fahren sie lachend nach Hause und haben da was fürs Leben. Der Rennsport ist das Hobby, das einzige Hobby. Der Rennsport ist das Leben, also darauf ist alles abgestimmt. Da bleibt keine Zeit nebenbei. Man soll ja auch irgendwo halt Prioritäten setzen. Also bringt nichts, im Winter Ski zu fahren oder Snowboard oder so, weil die Verletzungsgefahr einfach viel zu groß ist. Und deswegen konzentriert man sich da auf eins, geht einen Weg und hat dann hinterher raus mehr Erfolge. Also da steht das an erster Stelle.